Ui, emotionale Rückblicke. Ja, da hat es natürlich im Laufe der vielen Jahre ganz, ganz viele gegeben, positive wie negative. Ja, natürlich ist es eine immer wieder viel angesprochene Geschichte, wie ich relativ spektakulär 1987 die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft verloren habe. Das emotionalste Erlebnis überhaupt war eigentlich wirklich tatsächlich die Rallye 2014 in Frankreich, wo ich mit dem E36 M3 in der europäischen Rallye-Meisterschaft gefahren bin. Damals sind wir mit dem E36 M3 am ersten Abend in dem Prolog wirklich tatsächlich von 189 Startern direkt auf den Platz 15 damit gefahren. Leider habe ich am zweiten Tag da das Auto komplett zerstört, also ich habe mich da mehrfach überschlagen und das Auto gibt es auch nicht mehr. Ja, also ich bin eigentlich schon in der Motorsportfamilie groß geworden. Mein Vater war bereits im Tourenwagen unterwegs, war Werksfahrer für 2, 3 Hersteller und ich habe früheste Kindheit an der Rennstrecke mitverbringen dürfen. Das ist irgendwie sehr prägend gewesen und habe dann selber allerdings zunächst ohne Wissen meiner Eltern mit Kart angefangen. Hab dann aber doch sehr schnell Unterstützung gefunden, Formel Ford 1600, also damals der klassische Weg. Und dann hat mich damals der Wolfgang Peter Flohr von BMW zusammen mit Niki Lauda für die DTM ausgesucht. Und das war dann eben halt der Start der großen Ära der E30 M3s. Ja, wie kam ich zu dem Hobby Auto? Das hat alles 1998 angefangen, da habe ich meinen Führerschein bekommen, da wurde ich 18 Jahre alt. Und da habe ich dann eigentlich mein erstes Auto bekommen, an dem man auch so wirklich rumschrauben konnte. Also das war ein 2er Golf Diesel. Das war total witzig eigentlich im Endeffekt, weil das Auto konnte eigentlich gar nichts, außer wenig Sprit verbrauchen. Man hat damals, glaube ich, noch für 99 Pfennig, hat man dementsprechend noch einen Liter Diesel gekauft. Und das war mein absolutes Liebling, dieses Fahrzeug. Damit bin ich nächtelang mit meinen Kumpels rumgefahren. Und natürlich musste man, weil man kein Geld hatte, daran anfangen, selber rumzuschrauben und halt einfach Geld zu sparen. Zum Motorsport kam ich eigentlich dazu, das war eigentlich so eine Schnapsidee. Ja. Also ich habe mit 18 damals auch schon ziemlich schnell, nachdem ich diesen Golf hatte, meinen Peugeot 205 GTI mit meinem Kumpel Andy gekauft. Und dann haben wir gesagt, wir bauen das Auto zum Rallye-Auto um und fahren dann damit Rallye. Hatten natürlich überhaupt keine Ahnung und hatten überhaupt keine Kohle. Also wir waren noch in der Ausbildung. Das ging natürlich alles überhaupt gar nicht. Deswegen haben wir das Ganze dann mal so ein bisschen nach hinten verschoben und haben das dann so auf Jahre später mal geschoben und das dann auch wieder verloren. Und irgendwann 2008, wo ich dann so ein Schönwetterfahrzeug hatte, habe ich mir dann gedacht, Mensch, ich verkaufe dieses Schönwetterfahrzeug und ich kaufe mir jetzt ein Auto, wo man einen Rennwagen draus machen könnte. Und da ich immer schon BMW-lastig war, damals hatte ich einen BMW E34 M5, schön in Daytona-Violett. Und den habe ich dann verkauft und habe dann von dem Geld einen E36 M3 gekauft. Damals konnte man die wirklich nur für 6.000, 7.000 Euro gebraucht kaufen. Und habe den dann mit dem Restgeld, was ich von dem M5 bekommen habe, dann zum Rallye-Auto umgebaut. Und dann haben wir angefangen zu fahren. Ui, emotionale Rückblicke. Ja, da hat es natürlich im Laufe der vielen Jahre ganz, ganz viele gegeben, positive wie negative. Ja, natürlich ist es eine immer wieder viel angesprochene Geschichte, wie ich relativ spektakulär 1987 die Deutsche Tourenwagenmeisterschaft verloren habe. Also andere berichten darüber, wie sie gewonnen haben, bei mir andersrum, aber ich glaube, das ist vielen noch im Gedächtnis geblieben. Hat natürlich aber auch andere sehr positive Elemente gegeben, habe schöne Zeiten in der Formel 3 erlebt. Und natürlich auch in der ganzen neueren Zeit des Motorsports. Ich bin über BMW Classic wieder hingekommen zum Sport, zu den alten Autos, habe dann ja die Tourenwagen Classic seinerzeit mitbegründen dürfen und auch da in der jüngsten Vergangenheit sehr schöne Rennen gehabt. Ich erinnere mich allein vor 2 Jahren, wie ich mit Leopold von Bayern zusammen Gesamtsieg in der DTM Classic mit einem relativ kleinen Auto gefahren habe in Spa-Francorchamps. Witzigerweise exakt 25 Jahre, nachdem mein Vater dort gewonnen hatte. Und wir hatten auch noch das belgische Königshaus mit dabei. Also es gibt da schon einen ganzen Haufen Geschichten. Ich glaube, das wäre dann eher formatfüllend, wenn ich die alle erzählen müsste. Das emotionalste Erlebnis überhaupt war eigentlich wirklich tatsächlich die Rallye 2014 in Frankreich, wo ich mit dem E36 M3 in der
europäischen Rallye-Meisterschaft gefahren bin. Das nannte sich damals ERT. War nichts Offizielles, war von einem eigenen Veranstalter gemacht. Lief aber damals bei den ganzen Veranstaltungen mit in Luxemburg, Belgien und Frankreich. Sehr schöne Rallyes mit dabei, sehr, sehr anspruchsvoll. Und damals sind wir mit dem E36 M3 am ersten Abend in dem Prolog wirklich tatsächlich von 189 Startern direkt auf den Platz 15 damit gefahren. Also vor uns waren wirklich nur noch Werksteams, die Werkteam-ähnliche Autos hatten, also Autos weit über 250.000 Euro etc. Und wir kamen damit zu einem E36 M3 für damals 15.000 Euro mit anderthalb Sätze Reifen an und sind dann gleich auf den Platz 15 gefahren direkt. Das war schon so das Emotionalste. Ich habe von der Rallye keine Pokale und keine Ergebnisse mehr und gar nichts mehr. Ich habe ein paar Onboard-Aufnahmen. Leider habe ich am zweiten Tag da das Auto komplett zerstört. Also ich habe mich da mehrfach überschlagen und das Auto gibt es auch nicht mehr. Aber trotz alledem, das war so der emotionalste Eindruck und der emotionalste Moment in meiner Motorsportkarriere bis jetzt. Der Motorsport, das ist ja eins der faszinierenden Dinge daran, hat sehr viele faszinierende Menschen zustande gebracht. Und ich habe von Interesse sogar bis hin zu den Vorkriegszeiten, ich meine so Namen wie Tazio Nuvolari oder so, da kann man ja nur voller Bewunderung sein. Ich habe das große Glück gehabt, Senna persönlich kennenlernen zu dürfen. Das war auch ein sehr faszinierender Moment und es hat einige Leute gegeben, natürlich auch inklusive einem Niki Lauda, der sich eine Zeit lang, als ich bei BMW war, auch selber um mich gekümmert hat. Ja, einige dieser Menschen, die auch sehr prägend für mein Leben gewesen sind. Wir haben im Jahr 2024, also jetzt dieses Jahr, haben wir angefangen, Tourenwagen-Legenden zu fahren. Das heißt, wir haben lediglich einen Testtag in dem Bilsterberg gehabt, um einfach mal zu gucken, funktioniert das Auto an sich, funktioniere ich, macht mir das Spaß, weil Spaß ist ja auch ein ganz wichtiger Faktor und vor allen Dingen hat man so ein Stück weit auch das Talent dafür, auf der Rundstrecke auch zu fahren und zu bestehen, weil ich bin tatsächlich ein Typ, ich fahre nicht um die goldene Ananas, sondern ich möchte dann dementsprechend auch natürlich gewinnen. Ich weiß natürlich auch, dass man manche Dinge trainieren muss und dass man dann um weiter nach vorne zu kommen, muss man einen gewissen Einsatz bringen etc. Den bin ich bereit zu bringen und zu geben. Wie gesagt, ich werde auch dementsprechend körperlich mich dann noch ertüchtigen müssen, so wie man das so schön sagt. Aber nichtsdestotrotz habe ich gemerkt, dass die ganze Rundstreckenthematik mich einfach total fesselt. Und ja, als Kind der 80er Jahre bin ich natürlich DTM-Fan durch und durch. Also E30 M3, aber auch E36 oder E36 M3 ist natürlich was, was mich extrem begeistert. Und man kann auf der Rundstrecke genauso viel Spaß haben wie auf der Rallye. Und dieser Blödsinn, dass Rundstreckenfahrer nur in eine Richtung fahren können oder nur in eine Richtung lenken können, muss ich ehrlich sagen, ist aus meiner Sicht absoluter Blödsinn. Das hat alles seine Daseinsberechtigung. Und ich denke, wenn man das beides miteinander kombinieren kann, dann kriegt man eine richtig, richtig geile Mischung zusammen. Ja, also Motivation oder Erwartungshaltung, Aufgabenstellung hier ist jetzt, also zum einen mal habe ich mich unheimlich positiv angesprochen gefühlt und es ist eine tolle Motorsportfamilie. Und jetzt muss man ja sehen, ich bin seit 2016 in dem DTM Classic oder Tourenwagen Classics Bereich unterwegs und die Reglements haben sich sehr, sehr stark geändert. Wir haben ja in den letzten Jahren, da habe ich auch selber immer wieder und sehr oft auch auf Originalautos der ersten DTM-Jahre gefahren und heute ist das Reglement eigentlich einfach mehr ein Reglement, was in die Gruppe H und in den Breitensport zeigt. Deswegen freue ich mich sehr, dass man mit so einem wirklich Breitensportgerät wie mit dem E36 M3 nochmal richtig Motorsport machen kann und dass wir das ganze Thema dort nicht nur entsprechend professionell weiterentwickeln können, sondern auch wirklich zeigen können und damit hoffentlich auch ganz viel Spaß haben. Meine Motivation hinter der ganzen Geschichte, um dieses Ziel zu erreichen, das ist zum einen natürlich mein Team, was hinter mir steht, weil ohne die wäre das nicht machbar und natürlich dementsprechend auch für das Jahr 2025 dann die Partnerschaft zusammen mit dem Marc Hessel, wenn wir zusammen starten. Ich denke, das wird eine sehr, sehr gute Ergänzung. Ich bin da mega stolz drüber und bin auch wirklich sehr, sehr glücklich, ihn in unserem Team zu haben und ich glaube, ich kann eine Menge von ihm lernen und kann dann wirklich für mich auch dementsprechend richtig große Erfolge einfahren. Ja, ich hab noch ein ganz spezielles, übergeordnetes Ziel, was dann, wenn ich rundstreckentauglich bin und wenn ich dementsprechend auch bestehen kann,
Wir waren 2008 das erste Mal zusammen als Zuschauer auf dem 24-Stunden-Rennen und ich habe da immer schon, weil ich damals ja auch schon Rallye gefahren bin, die E36 M3 da an mir vorbeifahren sehen, 24 Stunden lang durch die Nacht, durch Regen, durch Nebel, durch all das drum und dran. Und damals habe ich mir geschworen, ich möchte ein einziges Mal möchte ich das 24-Stunden-Rennen fahren mit einem E36 M3. Was habe ich für Nico im Gepäck? Also ich hoffe erstmal nur Angenehmes. wir haben schon gesprochen über die Basis körperliche Konstitution, wo der Nico schon gesagt hat, dass er da auch hart dran arbeiten wird. Ich werde selber auch nochmal mein Training entsprechend verstärken, dass wir zumindest von der körperlichen Seite eine echte körperliche Fitness mitbringen, weil auch der E36 ist aus der Sicht der heutigen Autos eher anstrengend zu fahren und das sollte also kein Hinderungsgrund sein. Gleichermaßen bin ich aber unheimlich gespannt darauf, wie wir Nikos Fahrstil umbauen können, dass das auch auf die Rundstrecke effizienter passt, dass wir da etwas mehr Ruhe reinkriegen, dass er das Auto etwas mehr abholt, dass er damit entsprechend auch schnell umgehen lernt. Schnell ist er ja schon, aber ich habe auf ein paar Aufnahmen gesehen, so ein paar, die hat es so von Assen gegeben, dass das Auto von ihm noch sehr, sehr unruhig ist. Und jetzt gucken wir mal, mit welchen Hilfsmitteln wir da arbeiten werden. Ich werde da auf jeden Fall auch meine viele langjährige Erfahrung von der BMW Driving Experience hoffentlich ein bisschen einfließen lassen können, dass wir dem Nico da alle Wege ebnen, dass er das wirklich auch auf der Rundstrecke entsprechend umsetzen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst bitte ein Like und ein Abo da. Wir brauchen das für unseren Kanal. Streut es raus in die Welt, teilt es fleißig etc. Das hilft uns sehr, unser Video weiter nach vorne zu bringen, unseren Kanal weiter nach vorne zu bringen. Und da kriegt ihr immer mehr von uns. Bis dahin, ciao.